Wir sind oft genervt von Menschen, denen entweder zu kalt oder zu heiß ist. Aber jeder hat seine eigene Toleranzschwelle. Du rollst vielleicht mit den Augen, wenn ein Angestellter mitten im Juli ein Bürofenster wegen der Brise schließt. Aber wenn du selbst auf eine ungewöhnlich niedrige Temperatur treffen würdest, würdest du Erfrierungen bekommen und die Eskimos, die an die Kälte gewöhnt sind, würden dich einfach auslachen. Denn für sie ist das eine gewöhnliche Unterkühlung. Wie kannst du extreme Kälte oder Hitze überleben, wenn du nur ein gewöhnlicher, unvorbereiteter Mensch bist und nicht der berühmte holländische Eismann Wim Hof oder die erfolgreiche mexikanische Läuferin Lorena, die fast jede Hitze aushalten kann? Aber es gab einen Fall, in dem der gewöhnliche Nomade Tyson Steele zwischen zwei Elementen gefangen war: Eis und Feuer. An einem Punkt wurden Kälte und Hitze plötzlich auch zur Arbeit seines Lebens oder Tod. Kann Hitze töten? Die durchschnittliche Körpertemperatur des Menschen reicht tagsüber von 35 bis 37 Grad Celsius. Die höchste Marke auf einem herkömmlichen Quecksilberthermometer liegt bei 42 Grad Celsius. Fragst du dich warum? Die nächsthöhere Marke von 43 Grad Celsius ist mit Sicherheit tödlich für einen Menschen. Erinnerst du dich, wie ekelhaft du dich gefühlt hast, wenn das Thermometer irgendetwas über 37 Grad Celsius anzeigte? Manchmal fühlst du dich sogar an einem normalen Urlaubstag, an dem du einfach nur in deiner Badehose im Schatten entspannst, schon unwohl. Was ist, wenn du einen Marathon laufen musst? Maria Lorena Ramirez ist ein junges Mädchen aus den heißen Tropen von Mexiko. Das Laufen wurde zu ihrer Sucht. Es ist sehr einfach, sie in einer Menge von Marathonläufern zu erkennen. Schau dir einfach die außer Atem geratenen Athleten in professionellen Turnschuhen und Shorts an. Siehst du das Mädchen, das sie in Sandalen und in einem Kleid überholt? Das ist Lorena. Trotz der hohen Temperaturen trägt sie auch Shorts, aber sie sind unter massiven Röcken oder Kleidern. Hattest du schon mal einen Hitzeschlag? Er kommt nach 41 Grad Celsius. Du fängst an, Übelkeit, Schwindel und Schwäche zu spüren, dann setzt Verwirrung und mangelnde Koordination ein. Aber Lorena läuft weiter und kommt als Erste ins Ziel. Lorena reiste nie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um zwischen den Städten zu pendeln. Sie rannte in der prallen Sonne über den heißen Boden in Schuhen aus recycelten Autoreifen. So wie sie es auch jetzt tut. Was ist so besonders an diesem Mädchen? Warum kann ihr Körper auf eine Weise angetrieben werden, die sich der Kontrolle eines normalen Menschen entzieht? Kann die Kälte töten? Wim Hof stellte sich im Alter von 17 Jahren seiner ersten Herausforderung an die extreme Kälte. Bei einem Spaziergang im Park wurde der junge Mann buchstäblich vom kalten Wasser angezogen. Ich ging für eine Minute ins Wasser und merkte, das ist es, was ich brauche. Nach ein paar Minuten war Wim in der Lage, 7 ganze Minuten unter dem Eis zu verbringen. Wenn du dich in 10 Grad kaltem Wasser befindest, verlierst du in 30 bis 60 Minuten das Bewusstsein und in 1 bis 2 Stunden stirbst du an Unterkühlung. Aber Wim Hof testete seinen Körper weiter. Der Mann verbrachte 120 Minuten in einem transparenten Würfel, der mit kaltem Wasser mit Eis gefüllt war. Wenn deine Körpertemperatur 30 Grad erreicht, beginnt der präkonvulsive Muskeltonus. Die Muskeln um den Nacken und die Schultern beginnen zu kontrahieren. Und deine Arme und Beine schmerzen vor Kälte. Lass uns über das Thermometer nachdenken. Seine niedrigste Marke ist 35 Grad Celsius. Der Moment, in dem du anfängst, furchtbar zu zittern. Nach 34 wirst du dein Gedächtnis und dein Denken verlieren. Du verstehst nicht mehr, wo du bist, was du tust. Du wirst sogar aufhören, deine Liebsten zu erkennen. Dein Herz wird nur noch 2/3 seines Volumens pumpen und der Sauerstoffmangel wird Halluzinationen verursachen. Der Tod wird bei etwa 29,5 Grad eintreten. Aber das hat Wim Hof nicht davon abgehalten, einen Marathon im Schnee am Polarkreis bei 35 Grad unter Null zu laufen. So verdiente er sich den Spitznamen Eismann. Bei normalen Menschen tritt der Tod durch extreme Kälte 17 Mal häufiger auf als durch extreme Hitze. Wie geht Wim Hof dann damit um? Vielleicht gibt es ja auch Menschen mit Superkräften unter uns. Während Wim Hof ohne Probleme den Mont Blanc besteigt, bekleidet mit nur ein paar kurzen Hosen, ruiniert es andere durch einen gewöhnlichen kalten Abend.
Prasam Hong Tong lebte in der Provinz Wangkan im Nordosten Thailands in einem unfertigen Gebäude ohne Fenster und Türen. Eines Nachts, als die Temperatur auf 9 Grad fiel, gab er seiner 8-jährigen Tochter alle 3 Decken, die er hatte. Gegen Mitternacht wachte das Mädchen auf und gab ihrem Vater eine Decke zurück, aber da war es schon zu spät. Die Temperatur auf dem Mont Blanc kann etwa 3 Grad betragen. Das ist die Temperatur im Inneren eines normalen Kühlschranks. Warum holt sich der Kältetod manche Menschen nicht einmal in einer Tiefkühltruhe, während andere in ihrem eigenen Haus an der Kälte sterben? Wie kann man sich auf die Realität vorbereiten? Und so geschah es mit Tyson Steele. Ein Mann mit seinem Hund Phil lebte in einer abgelegenen Gegend des Matanuska-Susitna Borough in Alaska. Der Schnee ist dort sehr tief und kann bis zur Brust reichen, während die Temperatur auf minus 40 Grad fallen kann, und das ist schon weit weg von 9 Grad Celsius. Eines Nachts war Tyson sehr kalt und er beschloss, den Ofen mit Pappe anzuzünden. Bei der kleinsten Unachtsamkeit, die Pappe stieg auf und fing im Schornstein Feuer. Steele sah ein riesiges loderndes Loch in der Decke. Bald stand das ganze Haus in Flammen. Der Mann schaffte es, einige Dinge zu nehmen und hinauszulaufen, bemerkte dann aber, dass sein Hund ihm nicht folgte, sondern im brennenden Haus blieb. Den Selbsterhaltungstrieb vergessend, kehrte Steele in das Gebäude zurück, um den Labrador zu retten, aber leider konnte er ihn nicht erreichen. Als er sein heiseres Heulen hörte, beschloss Tyson, Phil vor einem qualvollen Tod zu bewahren. Er nahm ein Gewehr und begann auf das Geräusch zu schießen. Traf aber nicht. Dieses klagende Heulen wird noch lange in seinem Kopf bleiben. Auch Steele heulte. Auf der Flucht vor dem Feuer brach der heiserne Steele in den Schnee ein. Er musste in einer Schneewehe Zuflucht suchen. Als die Temperatur unter minus 30 Grad fiel, begann er, die Tage aus den Augen zu verlieren. Und so hielt er 20 Tage in der Kälte aus, bis er durch das Wort SOS, das er in den Schnee geschrieben hatte, gefunden wurde. Tyson Steele ist ein gewöhnlicher Mensch, der Hitze und Kälte bezwungen hat. Es stellt sich heraus, dass jeder Mensch, auch du, gegen diese beiden tödlichen Elemente bestehen kannst. Aber wie funktioniert das? Wim Hof hat an sich selbst experimentiert, um eine Formel zur Selbstbeherrschung abzuleiten. Wim hat sich ein spezielles Atemsystem ausgedacht, das er auch seinen Anhängern beibringt. Ihr alle wisst, dass Adrenalin bei uns im Körper entsteht. Im Extremfall oder bei plötzlichem Erschrecken. Man kann es normalerweise nicht auf Zuruf aktivieren. Aber Wim hat Ärzten und Wissenschaftlern bewiesen, dass er den Adrenalinspiegel durch Kälte und Atmung selbst anregen kann. Indem er unbeweglich war, konnte er seine Physiologie kontrollieren und so viel Adrenalin erzeugen, wie es bei Menschen produziert wird, die zum ersten Mal von einer Brücke Bungee springen. Wim Hofs Formel, wie man seinen Körper überlistet, ist gar nicht so kompliziert. So tief wie möglich einatmen und dann ohne Anstrengung ausatmen. Wiederhole das 30 Mal. Lass dann die ganze Luft ab und atme 1 bis 2 Minuten nicht ein. Nachdem du den Drang zum Einatmen verspürt hast, atme ein und halte den Atem für 15 Sekunden an. Wiederhole dies 3 Mal. Ständiges Atemtraining und Abhärtung ist der Weg zur Selbstregulierung. Die Luft und der Atem sind die erste Quelle der Erlösung. Hof glaubt auch, dass der moderne Mensch das Gefühl für die Kälte verloren hat, als er anfing, warme Kleidung zu tragen und sich an den Komfort gewöhnt hat. Wir können auf den Mond, den Mars oder sonst wohin reisen, aber wir können unseren eigenen Körper nicht vollständig verstehen. Wim Hof verbringt viel Zeit in der Natur und hat in der Abwesenheit das Gefühl, dass alles in ihm zerbröckelt. Lorena ist sehr schweigsam und redet nicht gerne. Sie zieht sich komplett in sich selbst zurück, wenn sie Ziegen weiden lässt oder sich um die einheimischen Eulen kümmert. Sie sitzt lange auf den Hügeln und starrt in das Licht der Sonne, wie Tyson Steele. Wenn er umherstreifte, war er immer ein Teil der Natur. Das ist die zweite Komponente, die Meditation. In jeder unverständlichen Situation solltest du zur Ruhe kommen und tief in dich hineinschauen. Du musst deinen Körper mit Hilfe dessen, was in deinem Kopf vorgeht, beherrschen.
Auch wenn ringsherum ein Feuer brennt oder eine Lawine naht, denke daran. Du bist Teil der Natur und die Antwort liegt in dir. Die dritte Sache, die dir helfen wird, ist deine Stimme. Was treibt dich an? Was ist die Motivation? Was sagst du dir selbst? Oder sagst du es dir nicht? Wim Hof versucht, sich komplett von Gedanken zu befreien. Auch Lorena denkt während eines Marathons an nichts anderes als an Licht. Lorena singt in ihrem Kopf ein beruhigendes altes Lied über Glühwürmchen. Sie hat ein Ziel und das ist das Licht und sie läuft darauf zu. Tyson Steele hat 1 Million Gedanken in seinem Kopf. Was soll er tun? Was wird mit ihm geschehen? Er hat alles verloren. Doch alle Gedanken werden vom Heulen eines geliebten Hundes übertönt, der lebendig verbrennt. Es tut mir leid, Phil. Es tut mir leid, Phil. Er zögerte, ob er nicht weiter kämpfen oder sich sogar sofort eine Kugel in die Stirn jagen sollte, um zu überleben, seine Lieben zu sehen und Phil in Würde zu begraben. Wenn du jemals am Rande des Todes durch Kälte und Hitze stehst, atme und beruhige dich, damit du die Stimme in deinem Kopf hören kannst, die dir sagt, dass du nicht aufhören sollst, zu kämpfen.